Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir hier im Küstenland viele, viele weitere Monde sammeln können und Mario hat sich auch wieder umgezogen, denn er ist jetzt ein Pirat. Ich hätte den Part vielleicht eigentlich mit Ahoi, ihr Landratten oder irgendwie sowas beginnen sollen, aber jetzt ist die Chance vertan. Ich möchte auf jeden Fall nochmal ganz gerne hier in diesen Unterwassertunnel rein. Da waren wir ja schon mal drin, Hauptstory-mäßig, nämlich mussten wir da schon mal rein. Aber ich möchte jetzt gerne auch, nachdem wir halt die Hauptaufgabe hier schon abgeschlossen haben und dieses Tintenfischviech da besiegt haben, möchte ich jetzt hier ganz gerne nochmal reingehen, weil jetzt hier eventuell dann neue Sachen aufgetaucht sind. Das muss zwar nicht unbedingt sein, aber es könnte ja trotzdem der Fall sein, wer weiß. Oder es ist einfach so, dass ich halt hier beim ersten Mal hindurchschwimmen irgendwas übersehen habe, was ich dann jetzt noch nachholen könnte. Kann ja durchaus sein. Deswegen will ich mich dann nochmal hier halbwegs gründlich umgucken und schauen, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Können wir jetzt die Jeep-Jeeps eigentlich Schaden machen, während ich selber einer bin? Ich glaube schon, ne? Ja, genau, habe ich das nicht schon mal ausgetestet? Ich weiß nicht genau. Aber können sie auf jeden Fall, was ich irgendwie seltsam finde, ehrlich gesagt. Aber naja, und wieder mal aufpassen vor den Aalen, die mich hier auffressen wollen. Denn ich möchte ungern aufgefressen werden. Das habe ich, glaube ich, schon mal hier gemacht, ne? Übrigens, ich kann auch, hat mir auch mal geschrieben, ich kann ja auch mit dem Jeep-Jeep halt schütteln, um so eine Wirbelattacke zu machen. Und ich kann damit sogar auch solche Bodenstellen hier, glaube ich, auch freilegen. Genau, und da konnten dann halt Blubberblasen rauskommen. Oder halt auch solche leuchtenden Stellen, wo Münzen oder sowas darunter sind. Oder auch Monde. Die kann ich auch mit dieser Wirbelattacke freilegen. Was dann heißt, dass ich nicht extra hier den Jeep-Jeep wieder verlassen muss. Ich kann das alles machen, während ich immer noch ein Jeep-Jeep bin. Deswegen das ist eigentlich ziemlich cool. Da kann ich jetzt vielleicht nicht doch in irgendeine von diesen Stellen hier reingehen, wo die Aale rauskommen. Sieht anscheinend nicht so aus. Das habe ich mich damals auch schon gefragt. Und ich habe es damals auch nicht wirklich hinbekommen, da irgendwie reinzugehen. Ich glaube, es geht auch nicht. Auch hier komme ich nicht rein. Nee, deswegen muss dann leider doch sein lassen. Und es wirkt so, als wäre jetzt hier in der Höhle dann nichts Neues aufgetaucht. Oder ich habe es halt schon irgendwie blind übersehen. Das ist bei mir durchaus denkbar. Aber bisher wirkt es so, als wäre hier nichts, was ich mir jetzt irgendwie... aufpassen! Hilfe! Was ich mir jetzt irgendwie holen könnte. Da unten komme ich auch nicht rein, nee. Und hier bei dem Aal komme ich da rein? Anscheinend auch nicht. Nee, deswegen hier ist, glaube ich, wirklich dann nichts. Kann ich die Kisten sogar auch zerstören damit eigentlich? Ah, kann ich sogar auch. Das ist auch ganz cool. Hui, genau. Kann ich hier wirklich ständig ein Cheep-Cheep bleiben und muss dann nicht extra wieder zu Mario werden. Das ist auch ganz gut. So, da oben sind noch weitere Münzen, aber die haben wir uns auch schon geholt. Und hier ist noch ein Herz, das ich auch sogar gebrauchen kann, weil ich ja gerade eben in den Cheep-Cheep reingeschwommen bin. Und hier ist dann wieder die Röhre, wo ich nach draußen komme. Deswegen, ja, hier war dann wirklich nichts mehr. Schade eigentlich, aber na gut, dann gehe ich mal hier wieder... Komme ich eigentlich so in die Röhre auch rein, das Jeep-Jeep? Ja, so halb, ich gehe dann wieder automatisch raus. Okay, alles klar. So, haben wir jetzt dann leider nichts finden können. Aber es kann ja trotzdem sein, dass wir jetzt dann gleich dennoch noch weitere Sachen auffinden werden, weil ich will noch nicht ganz das Küstenland verlassen, weil es so ein paar Orte gibt, wo ich jetzt mich noch nicht so mega gründlich umgesehen habe, die ich jetzt dann gleich noch halt genauer erkunden will. Aber das meiste dürften wir jetzt dann eigentlich doch schon hier im Küstenland erkundet haben, tatsächlich. Ich werde mal kurz nachgucken, mal schnell bei der Liste vielleicht, wie viele uns jetzt eigentlich noch fehlen. Hat so ein paar zwischendrin immer, aber hier zum Beispiel, da fehlen noch 6 hintereinander. Das heißt eigentlich, dass die alle so halbwegs am selben Ort vielleicht sein müssten. Ja, obwohl andererseits ist es auch nicht unbedingt so. Aber trotzdem ist es auffällig, dass mir da 6 hintereinander fehlen. Und da würde ich schon noch ganz gerne ein paar von denen finden wollen, ehrlich gesagt. Übrigens auf der Insel, wo ich jetzt gerade bin, da habe ich noch gar keinen Mond finden können. Genau, das ist auch irgendwie ungewöhnlich. Was haben wir den Säulen vielleicht irgendwie was? Hier so. Ja, hier ist eine Münze immerhin. Und hier vibriert mein Controller. Ah, der vibriert sogar ziemlich stark. Ein Herz, verdammt. Wäre jetzt cool gewesen, wenn hier ein Mond gewesen wäre, aber dann halt leider nicht. Ich meine, irgendwas könnte hier vielleicht schon sein, hier mit diesen Dingern hier. Wenn ich hier alle Münzen sammle. Vielleicht aber, glaube ich, eigentlich auch weniger. Ich müsste hier aber auch mal... Ich erwische die irgendwie nicht. Das soll ich vielleicht lieber so machen. Das ist so um einiges einfacher. Passiert aber auch nichts. Nee, dann muss ich ja leider auch erstmal passen. Ich meine, ich kann mir da hinten halt die weiteren Münzen bei den Ringen hier holen, ja schon. Aber ich kriege jetzt dafür auch nicht so wirklich einen Mond. Ist hier irgendwie was? Hier oben? Auch nicht, oder? Ja, auch halt weitere Münzen. Aber Münzen bringen mir jetzt nicht so viel, weil ich eigentlich eher auf der Suche nach Monden bin. Oder auch nach weiteren Lila-Münzen. Weil Lila-Münzen habe ich ja auch, wie glaube ich von denen, erst 85. Und da fehlen noch 15. Das ist schon noch einiges eigentlich. Und vor allem halt diese 6 Monde, die mir alle noch auf einem Haufen fehlen. Das irritiert mich ein bisschen. Und das stört mich auch ein bisschen. Dass mir noch so viele hintereinander fehlen. Da würde ich schon noch ganz gerne zumindest irgendwie 2, 3 von denen finden wollen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß ja nicht, wo die sind. Komme ich da unten irgendwie? Ist da unten irgendwie eine Höhle vielleicht? Nee, auch nicht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil ich meine, unter Wasser habe ich mich ja eigentlich schon immer relativ gründlich umgesehen. Vor allem im letzten Part habe ich den Eindruck. Und da dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so mega viel versteckt sein, da unter Wasser. Deswegen, das dürfte eigentlich schon halbwegs passen, würde ich eigentlich tippen. Hier ist übrigens auch nichts mehr. Okay. Achso, übrigens, was mir gerade klar wird, was natürlich... Ah, hier ist noch ein weiterer Samen. Genau, das wollte ich mich gerade erwähnen. Was natürlich sein kann, ist, dass bei... Dann werde ich mal versuchen, jetzt den zurückzubringen. Das könnte ein bisschen dauern, aber ist okay. Auf jeden Fall könnte es sein, dass bei diesen 6 Monden hintereinander, die mir noch fehlen...
dass dort dann vielleicht auch 4 von diesen Monden halt welche sind, die ich durch diese Samen hier bekommen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht dann wirklich so ist. Denn wir haben ja schon sehen können, dass halt dann ganz dort hinten auf der anderen Seite von der Karte, dass wir dort halt diese Samen wieder einpflanzen können. Und wir können da ja gleich 4 von den Samen einpflanzen und dementsprechend werde ich dann schon auch 4 Monde kriegen, oder? Obwohl ich mir natürlich nicht ganz sicher bin, ob ich tatsächlich von jedem Samen auch immer einen Mond bekomme. Weil das kann ja auch sein, dass ich halt von einem einen Mond bekomme und von dem anderen aber halt dann nur Münzen oder ein Herz oder irgendwie sowas. Aber ich würde eigentlich schon vermuten, dass ich bei jedem Samen, den ich einpflanze, immer einen Mond bekomme, ausnahmslos. Und dementsprechend würde es dann da in der Hinsicht schon Sinn machen, warum mir dann noch 6 auf einmal fehlen. Weil ich halt bisher bei den Samen noch nichts gemacht habe. Das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen. Und den wir schon mal gepflanzt haben, das war im letzten oder vorletzten Part, ich weiß gar nicht mehr. Da können wir auf jeden Fall uns dann gleich schon eine Belohnung abholen, was auch immer es sein mag. So, es ist... Es ist schon ein Mond, okay. Didim! Strandflora Samen in der Schlucht. Ja, okay, alles klar, das war der in der Schlucht, ja. Jetzt mal kurz gucken, ist es einer von diesen 6 gewesen? Ja, der 24. Und dann wahrscheinlich 25 und 26, 27 oder so, sind dann auch noch entsprechend die Samen. Und dann habe ich halt hier noch irgendwelche anderen 2 so zwischendrin verpasst. Und das würde dann schon halbwegs Sinn machen. Ja, okay. Nee, dann bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Ich will dann auf jeden Fall den anderen Samen, den wir auch noch gefunden haben, nicht bei der Sphinx, den will ich dann auch noch zurückbringen. Wo der 4. ist, habe ich aber jetzt leider keine Ahnung, muss ich zugeben. Aber okay. Genau, was ich übrigens auch nochmal kurz machen will, hier an der Küste, ist, dass ich nochmal diesen einen Weg da so entlang laufe. Weil irgendwo ging es doch da jetzt dann gleich da in diese Schlucht rein, nämlich dort vorne, genau. Und ich möchte auch mit den Goombas entlanglaufen. Weil da haben wir doch auch schon diese eine Goomba-Lady gesehen, wo ich dann wieder einen Turm bauen muss, um dann zu ihr hinzukommen. So, weil ich dann nämlich von der auch wieder einen Mond bekomme, oder? Ich schätze mal schon. Und deswegen stehen auch die ganzen Goombas hier, genau. Da war ich auch schon drin, genau. Deswegen stehen die auch hier, dass ich hier wieder einen schönen Turm bauen kann. Okay, ich muss aber jetzt sehr aufpassen. Weil ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich jetzt überrollt werde. Ob ich dann einfach nur Schaden nehme... Und ob die Goombas aber da bleiben, oder ob es so ist, dass dann tatsächlich die Goombas auch getötet... Oh Gott, das ist voll schwierig. Oder ob es so ist, dass dann die Goombas auch wirklich getötet werden. Das wäre nämlich schlecht, weil ich die ja noch brauche, damit sie dann hoch genug sind, dass ich dann zu der Goomba-Lady da auch hinkommen kann. Ich hoffe, dass da auch 5 Goombas... Oh Gott, das ist echt sehr knapp. Ich hoffe, dass dann auch 5 Goombas dafür ausreichen werden und ich nicht noch mehr brauche. Das wäre auch ein bisschen blöd, aber nee, 5 dürften, glaube ich, ausreichen. Ich sollte damit hoch genug kommen. Das heißt, immer schön den... blöden Stachelkugeln hier ausweiten, was mal nicht einfach ist, weil die hier ein bisschen wild auch durch die Gegend rollen. Moment. So, jetzt. Schnell. Okay. Yay! Und sie freut sich. Yippie. Jetzt kann ich mal kurz austesten. Ah ne, okay, das ist sogar dann relativ freundlich. Das ist nämlich sogar besser, tatsächlich, wenn ich einfach Schaden nehme. Romanze am Strand, aber dafür die Goombas da bleiben. Ich habe halt eher gedacht, dass dann vielleicht die unteren Goombas irgendwie halt wegfliegen würden und Mario aber keinen Schaden nehmen würde. Und das wäre sogar schlechter, wie ich finde, tatsächlich, weil ich halt dann die Goombas getötet hätte und ich dann die mir wieder neu holen müsste oder so. Aber nee, es ist einfach nur so, dass nur Mario Schaden nimmt und die Goombas aber halt ganz normal intakt bleiben, sag ich mal. Deswegen, das passt dann eigentlich ganz gut. Okay. So. Und hier waren wir ja auch schon, deswegen hier dürfte dann auch eigentlich nichts, oder halt auf jeden Fall nicht arg Besonderes mehr zu finden sein. Schätze ich mal, diesen Mond haben wir schon geholt, genau. Oder komme ich noch irgendwie, guck mal, da oben ist auch noch was. Okay, soll ich da auch mit einem von diesen Wasserviechern hinkommen? Vielleicht, aber ich werde es anders machen. Das ist aber schon sehr hoch, aber ich glaube, ich dürfte das schaffen, da nach oben zu kommen. Ich muss aber das jetzt richtig hinkriegen, Moment. So. Nein, ich schaff's noch nicht ganz. Da ist Captain Toad. Was? Was macht der da? Okay. Kann ich das doch vielleicht irgendwie schaffen, da jetzt hinzukommen, hier so skillig? Das wäre ziemlich cool. Aber warte mal, ich kann hier nach oben kommen. Da kann ich mit Warnsprung nach oben. Vielleicht. Ja, nicht wirklich, weil die Kamera nicht wirklich freundlich ist. Ne, da komme ich, glaube ich, auch nicht nach oben. Komme ich da von hier aus irgendwie nach oben? Warte mal. Hier so. Kann ich das irgendwie schaffen? Das wäre irgendwie auch ganz cool. Ich weiß aber nicht genau. Ja, nicht ganz leider. Es wäre aber cool, wenn ich da hochkommen würde. Vielleicht von der Kiste aus. Hier so. Das war alles auch jetzt irgendwie... sehr blöd und wahnsinnig, was ich hier versuche, ja. Ich glaube, ich sollte mir am besten einfach einen von diesen Wassertypen holen. Das wäre, glaube ich, das Einfachste, weil ich das von hier aus nicht so ganz schaffen kann. Ich werde nochmal einen Versuch machen, hier noch zu Captain Toad ist einfach direkt nach oben zu kommen. Aber ich glaube, ich krieg's nicht ganz hin. Am besten, ich sollte am besten einen Dreisprung vielleicht machen. So. Ne, ich schaff's nicht ganz leider. Sorry, Captain Toad. Okay, dann hol ich mir einen von denen. Und mit denen dürfte ich es dann hoffentlich schaffen, da hochzukommen. Wenn auch nicht, dann bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich da sonst zu ihm hochkommen soll. Aber es wird dann hoffentlich schon klappen. So. Ich kann aber tatsächlich nicht abkürzen. Oder wie?
Muss ich da... Ja, voll. Ich muss noch kurz überlegen, aber doch, das dürfte schon gehen. Weil ich kann ja von hier aus starten. Und von hier aus dürfte ich ja dann schon... Oder komme ich von hier aus hoch genug? Ne, komme ich sogar auch nicht ganz. Aber ich kann ja noch ein bisschen höher. Weil bei dem Typen kommt es ja auch wieder darauf an, welche Starthöhe ich habe. Und wenn ich eine entsprechend hohe Starthöhe habe, dann kann ich dann nämlich schon rüberkommen. Jetzt dürfte ich hoch genug sein. Jetzt muss nur das Wasser ausreichen. So. Ja, genau. Aber ich habe natürlich hier auch keine Möglichkeit mehr mein Wasser aufzufüllen. Ich muss also schon aufpassen. So, und erstmal war ich hier nach oben. Okay, sehr schön. Gerade so. Ja, ganz ruhig, Captain Toad. Alles gut. Ich kann ja auch kurz töten. So, okay. Ich wollte ganz hoch hinaus, um mir das Meer von ganz oben anzusehen. Ich bin bis hier hochgeklettert. Ja, ich frage mich wie, aber nicht schlecht auf jeden Fall. Und du hast es auch hier rauf geschafft. Dafür möchte ich dir diesen Power Moon geben, den ich gefunden habe. Yeah. Didim. Gut gemacht, Kapitän Toad. Ja, das stimmt. Also, das ist echt nicht schlecht, hier nach oben zu kommen. Ich frage mich nur, wie ich wieder runterkommen soll. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Aber ich meine, es gibt ja keinen Fallschaden hier in dem Spiel. Ich hoffe auch für dich nicht, denn du kannst einfach nach unten jumpen und nichts wird dir passieren. Hui. Ja, gut. Ich meine, das Einzige, was passiert ist, dass das Mario ein bisschen durchschüttelt. Aber ansonsten passiert da auf jeden Fall nicht viel. Gut. So, dann möchte ich jetzt auf jeden Fall... war ich eigentlich da oben? Da ist auch ein Mond. Da oben war ich aber, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da überhaupt nach oben kam. Habe ich den einfach mal so random geholt? Mit einem von diesen Viechern, oder wie? Ich denke mal schon, weil ich weiß es gar nicht mehr. Ich will noch mal kurz nachgucken. Aber ich dürfte da oben ja auch schon mal gewesen sein dann, ne? Eigentlich war es sogar einer von den Hauptmonden. Alles klar, okay. Gut. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch den anderen Samen auch zurückbringen. Und abgesehen davon weiß ich dann schon gar nicht mehr, was ich jetzt noch so alles tun könnte hier in dem Land. Eigentlich nicht mehr so viel, weil ich jetzt doch schon das meiste erkundet habe. Mir aber trotzdem halt noch sehr, sehr viel fehlt, muss ich natürlich auch zugeben. Weil es gibt halt noch einen weiteren Samen hier irgendwo, den ich nicht gefunden habe. Bisher zumindest, aber ich glaube, ich werde ihn auch nicht mehr finden. Und natürlich auch noch viele, viele andere Powermonde und halt auch noch einige Münzen sogar. Einige lila Münzen, die mir noch fehlen. Also, hier war jetzt dann auch die Ausbeute nur so halb gut, wie ich finde. Bisher hier im Küstenland. Aber werde ich dann wohl damit leben müssen erstmal, weil ich dann doch auch wieder ein paar neue Welten aussehen will. Und ich bin übrigens jetzt hier ein bisschen am Ertrinken, aber ich habe zum Glück 6 Lebenspunkte. Also ich werde so ein bisschen Schaden in Kauf nehmen können, zum Glück. So, okay, ich habe sogar noch einmal Schaden genommen, also ist kein Ding. Ja, und leider muss ich jetzt hier wieder den Weg ein bisschen langsam zurücklaufen, weil ich nämlich glaube, ich keine Möglichkeit habe, hier mit so einem Samen schnell zu laufen, oder? Ich wüsste auf jeden Fall nicht wie, weil halt diese einen Spurtdinger kann ich auch nicht benutzen. Ich kann auch niemanden kapern. Deswegen, das klappt, glaube ich, alles nicht. Habe ich eigentlich da schon mal... Lass mich mal kurz aussetzen. Habe ich da schon mal eine Stampfattacke gemacht? Warte mal kurz. Moment. Ja, ich weiß nicht, das sind auf jeden Fall nur Münzen. Nichts arg Besonderes. Okay. So. Und dann gleich, nachdem ich den auch zurückgegeben habe, dann können wir eigentlich sogar schon, würde ich sagen, ein bisschen weiter wieder reisen. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch noch ein bisschen gründlicher umsehen, weil ich jetzt das hier nicht so mega heftig gründlich alles erkundet habe, wie ich finde. Das Problem war halt auch ein bisschen hier bei der Welt, dass ich alles relativ chaotisch erkundet habe, was ich ja eigentlich nicht wollte. Eigentlich wollte ich ja von Anfang an schon halbwegs strategisch machen, wie ich hier vorgehe, dass ich auch wirklich alles entdecken kann. Aber ich wurde dann doch leider ein bisschen dazu verleitet, doch halt hier alles mögliche kreuz und quer zu erkunden, weil es einfach so viel zu entdecken gab. Und das war halt so ein bisschen das Problem, ehrlich gesagt. Deswegen ich dann jetzt auch nicht mehr so genau weiß, wo ich schon war und wo noch nicht so genau. Und deswegen hat es dann, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn, jetzt hier noch so arg viel weiter zu erkunden. Das Einzige, was ich vielleicht nochmal ganz, ganz kurz machen will, ist, dass ich nochmal hier diese Unterwasserstraße, hier könnte man fast schon nennen, entlang gehen will oder entlang schwimmen will, weil die habe ich mir nämlich noch nicht angesehen, wenn mich nicht alles täuscht, und da könnten auch noch Sachen sein. Deswegen will ich da nochmal kurz nachgucken. Am besten mit einem Cheep-Cheep. So. Kann ich noch hier auf diesem Weg irgendwo etwas Tolles finden oder hier vielleicht so irgendwie? Hier so zwischen diesen ganzen Korallen oder sowas. Ne, anscheinend auch weniger. Da unten sind noch Münzen immerhin, ja schön. Aber wegen gelben Münzen bin ich jetzt nicht hierher gekommen. Wenn dann schon wegen lila Münzen oder auch wegen einem Mond. Aber so die gelben Münzen sind mir ziemlich egal, muss ich leider zugeben. So, ich kann trotzdem noch ein paar von denen mitnehmen und den Dingern ausweichen. Da war ich auch schon drin. Und hier komme ich dann auf diesen Weg einfach weiter. Aber so viel ist jetzt, glaube ich, echt nicht mehr. Da hinten ist noch so eine kleine Höhle, da war ich aber auch schon drin, da habe ich auch schon mir die Münzen geholt. Deswegen, nee, ich glaube, ich habe hier da echt so irgendwie das meiste gesehen, obwohl aber immer noch voll viel fehlt. Finde ich auch verwunderlich, wie mir da noch so viel fehlen kann. Obwohl ich jetzt eigentlich doch denke, dass ich eigentlich so ziemlich überall war. Aber fehlt dann doch noch immer voll viel.
Aber okay. Ich möchte dann trotzdem erstmal zufrieden geben. Ich habe leider nicht ganz 40 Monde geschafft. Das ärgert mich ein bisschen. Weil im Cityland war es ja auch schon so, dass ich da nicht 50 Monde, sondern stattdessen 49 nur bekommen habe. Und auch hier konnte ich es nicht mit einer runden Zahl abschließen. Stattdessen habe ich 39. Und einer würde fehlen zu den 40 hin. Ich meine, wenn ich mir jetzt hier noch weiterhin, noch weitere 10 Minuten oder so umsehen würde, würde ich vielleicht noch einen entdecken. Aber ich will jetzt dann doch auch weitermachen und neue Orte erkunden. Deswegen werde ich dann mal die Welt hier verlassen. Yay, die Odyssee ist leistungsfähig. Ist es da oben übrigens ein Mond? Rechts von der Odyssee? Oder wie? Da würde ich jetzt ehrlich gesagt fast ganz gerne nochmal zurückgehen, um mir jetzt den anzugucken. Jetzt können wir ins Polarland reisen, aber werde ich es mal doch dann sein lassen. Aber ich weiß nicht genau, aber irgendwas war da lila. Das können auch lila Münzen gewesen sein. Aber das war ja nur ein einzelnes lila Objekt, deswegen das war doch ein Mond. War ich da oben nie? Anscheinend nicht. Naja. Okay, aber ich weiß auf jeden Fall, wo ich dann das nächste Mal hingehen will, wenn ich wieder ins Küstenland zurückkehre, weil ich glaube, das war noch ein Mond, den ich da jetzt verpasst habe. Naja, aber dann machen wir weiter, würde ich vorschlagen, mit dem Polarland. Da haben wir jetzt dann auf jeden Fall einen ziemlich starken Kontrast, wie ich finde, da wir jetzt halt gerade das Küstenland hatten, was so ein bisschen an den Sommer angelehnt ist und einfach an den Urlaub. Und jetzt gehen wir dann ins Polarland, in das wahrscheinlich kälteste aller Länder hier in Mario Odyssey. Und deswegen ist dann schon ein ziemlich heftiger Unterschied, möchte ich meinen. Aber ich freue mich trotzdem sehr drauf, weil Winterlandschaften oder Winterwelten in Videospielen finde ich immer ziemlich cool. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf, was wir dort so alles erleben werden. So, Bowser will also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen. Scheint, als käme mit den Vorbereitungen voran. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, wir können wieder was nachgucken. Dreisprung, kenne ich aber schon. Aber wieder mal kannst du mir gerne was zum Polarland erzählen, genau. Das sieht aber echt kalt aus. Die Rennen dort sollen sehr beliebt sein. Und der Preis ist eine Zuckergusstorte. Okay, eine Torte darf natürlich auch nicht fehlen für eine Hochzeit. Klar. Okay, die will sich hier holen. Und es gibt hier Rennen, die veranstaltet werden. Das hört sich interessant an. Schlotterkumpen. So, und hier habe ich jetzt auch wieder überhaupt keine Ahnung von der Welt. Die wurde zwar schon einmal in einem Trailer ganz, ganz kurz gezeigt. Geschenk vom Tortendieb. Aber soweit ich weiß, hat man in der Szene aus dem Trailer nichts sehen können. Da war es halt, ja, ich glaube, da wurde einfach hier der Anfang gezeigt. Und kann man jetzt hier irgendwas erkennen, außer einfach nur Schneeverwehungen? Nein. Bitte, es ist eiskalt, wir sollten besser in die Puschen kommen. Wow. Sieht noch ziemlich cool aus an Mario, ziemlich coole Effekte hier. Also ja, scheint wirklich sehr kalt zu sein. Aber trotzdem erstmal umgucken. Ah, hier hinten sind nämlich lila Münzen. Und 2 von 50 haben wir, deswegen ist es wirklich so, dass hier ist dann eine kleinere Welt mit 10 Monden, die ich hier finden muss. Lass mal kurz gucken, wie viel es insgesamt gibt. Okay, 37 ist doch gar nicht mal so klein, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall kleiner als das Küstenland schon, aber gibt doch einiges hier zu tun. Also mehr auf jeden Fall als jetzt im Kaskadenland oder Hutland oder sowas. Okay. So, dann werde ich mal diesen Weg hier, diesen schmalen Pfad entlang laufen. Hui. Und hier sind auch Eiskristalle, die ich zerstören kann. Und da finde ich Münzen. Yay. Sehr schön. Und da unten ist auch irgendwas. Ich meine, ich soll ja sogar dort nach unten hin, ja. Aber das ist ja wieder eine kleinere Welt. Deswegen wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn ich hier ein bisschen was auf dem Weg auch schon erkunden würde. Das Blöde ist halt, dass ich wegen dem Schnee, wegen den Schneeverwehungen kaum was erkennen kann. Ich meine, vielleicht ist es ja so, dass wenn ich jetzt dann gleich hier die Hauptaufgaben erfülle, dass dann halt dieser Nebel hier aufhören wird, oder halt diese Schneeverwehungen, und dass ich dann ein bisschen mehr erkennen kann. Das wäre echt cool. Wow. Okay, da komme ich wieder nach oben. Alles klar. Das wäre echt cool, weil aktuell hier irgendwas zu erkennen ist nicht so ganz einfach, wie ich finde. Aber vielleicht bleibt es auch für immer so. Hier im Polarland, das kann schon auch sein. Ist es Wasser? Das ist schon Eis, ne? Ah ne, es ist Wasser tatsächlich. Oh, Hilfe. Ja, das dachte ich mir schon. Das Wasser ist sehr kalt. Und da kann ich nicht so arg lang drin schwimmen. Vielleicht werden wir hier auch ein Kostüm bekommen, mit dem ich dann, oder halt mit dem ich dann schon unter Wasser schwimmen kann. Das könnte auch sein. Keine Ahnung. So, ich soll hier, wow. Hier hin. Das war eine ziemlich fiese Falle. Wow, bin ich nicht... Was ist los? Schlotterkumpen-Siedlung. Was du denn so schreckt? Bin ich denn jetzt... Okay, ich bin immer noch hier an diesem Ort. Ich bin jetzt hier in einer Siedlung. Einfach so. Mit auch voller coolen Musik. Okay, hier ist wieder so ein Hinweisbild übrigens. Okay, ja, hier im verlorenen Land. Und da in diesem Ring ist irgendwas Besonderes. Was ist denn das? Keine Ahnung. Das sieht so ein bisschen aus wie Pucci.
aus Yoshi's Island oder Yoshi's Woolly World, finde ich. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich Pucci sein soll, ich glaube eher weniger, aber es wirkt auf mich ein bisschen so. Keine Ahnung. Aber irgendwas ist da vielleicht an der Stelle, was ich verpasst habe und was wir dann erst später holen können. Keine Ahnung. Du gehst schon, nur dann tschüss. Okay, jetzt wieder zurück. Nee, ich will noch nicht gehen. Ich will hier schon mich noch ein bisschen umsehen. Und da sehe ich einen Schatten. Was ist denn da oben? Ein Mond. Und hier gibt es gelbe Monde. Alles klar. Ich kann die Kisten ja umwerfen, oder? Aber das soll ich natürlich jetzt nicht tun. So. Yay. Tadam. Eingang zu den Schlotterkomben. Genau, ich kann mir also hier den Weg verbauen, obwohl ich da trotzdem hinkommen würde, indem ich halt ein bisschen trickse, wisst ihr ja schon, ne? Hier, also nicht so wie ich jetzt, weil ein bisschen geschickt sein, dann würde man da auch ohne diese Kisten hinkommen, aber mit denen ist auf jeden Fall deutlich leichter. Und Münzen? Hier bleiben. Nein, bleib hier. Hallo? Hier bleib. Hallo? Danke. Meine, was tun so schreckt? Wir sind derzeit alle ein bisschen angespannt. Willkommen zu den Schlotterkomben. Die sehen auch total lustig aus, diese Viecher. Finde ich. So. Ui, kann ich auch ein bisschen jumpen. Yay, ah, da ist dann noch schon auch der Laden. Alles klar. Hui. Hier sind so ein paar Laternen noch. Alles klar. So. Du möchtest Souvenirs, da bist du hier genau richtig. Ich kann schon mal kurz gucken, was es hier so gibt, auch wenn ich jetzt noch nicht so arg viel Geld hier bekommen habe bis mittlerweile. Aber trotzdem. So, ich rede erstmal mit dem hier. Willkommen, mein bärtiger Freund. So, Polarkapuze und auch Polaroutfit würden natürlich wunderbar passen. Polarland-Sticker, Schlotterteppich und auch Schlott-Roschkas oder sowas. Aber ich werde dann mal noch kurz warten, bis ich dann noch 9 weitere lila Münzen gefunden habe. Und dann will ich mir das auch schon kaufen, das Set hier. Ich kann ja währenddessen nochmal vielleicht in einem anderen Gewand rumlaufen. Und zwar vielleicht hier in dem Ganoven-Outfit. Passt zwar jetzt auch überhaupt nicht, aber das Piraten-Outfit passt auch überhaupt nicht. Deswegen werde ich da mal noch umziehen und das hier mal anlegen. Ganoven-Hut. Ein Hut, der die Coolness des modernen Großstadt-Dandys auf vorzüglichste unterstreicht, ohne dabei zu gewollt zu wirken. Alles klar. So. Und dann noch das Ganoven-Outfit natürlich. Yep. Dieses Outfit sollte zur Standardgarderobe eines jeden Gentleman gehören. Mit ihm ist man zu jedem Anlass gut angezogen. Okay, gleich kaufen. Und dann auch gleich wieder anlegen. Achso ja, den Dämon kann ich auch gleich kaufen übrigens, fällt mir gerade auf, genau. Yay! Tadam! Shopping in den Schlotterkomben, sehr schön. Und so sieht Mario aus. Ziemlich cool auf jeden Fall, alles klar. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dann relativ bald hier 9 lila Münzen, 9 weitere finden werde, dass ich mich dann auch hier ein bisschen passender kleiden kann. Ach, nichts als Scherereien, seit dieses Ungeheuer hier vorbeikam. Keine Rennen, keine Torte, schlimmer könnte es echt nicht kommen. Die Form deines Schnurrbarts, fast schon hypnotisierend. Okay, da hinten sehe ich ein Bowser-Symbol. Um an den Rennen teilzunehmen, sollte dein Körper schön rund sein. Aha, rund? Ja, ich weiß, wie er rund wird, nämlich so. Ich weiß, ob das damit gemeint ist, ob ich dann durch die Gegend rollen muss, aber ich könnte es mir vorstellen. So, was ist hier denn? Okay, es gibt hier einige Wege, die ich entlang gehen kann. Die ist ziemlich groß, die Siedlung. Und so schöner Preis, einfach futsch. Das ist, okay, das ist der Cappy. Das ist ein großer Schiff. Ich kann nicht glauben, dass unsere Zuckergusstorte weg ist. Und das wird das Schiff von denen, ja. Und die haben sie schon geklaut, wie wir sehen können. Ich habe hier einige verschiedene Wege. Okay, ich sag mal vielleicht mit, hier ist auch schon ein Kirchen übrigens. Ich soll vielleicht mal kurz mit den Leuten sprechen, also mit dem dann vor allem, der scheint hier der Chef zu sein. Das Rennfieber werbt mein Herz, bitte öffne den Zugang. Bitte finde schnell die Powermonde. Gibt es etwas Traurigeres als einen Athleten ohne Rennpiste? Mir fehlt die Rennpiste. So, was sagt der? Hallo. Dieses Ungeheuer hat die leckere Zuckergusstorte gestohlen, die wir sonst als Preis für den ersten Platz vergeben. Dann hat es den Zugang zur Rennpiste versiegelt. Wir brauchen Powermonde, um wieder reinzukommen. Okay, komme ich da jetzt nicht einfach so rein irgendwie mit der Stammvertrag her? Nein. Okay. Und wofür sind jetzt diese Wege da? Sind es auch einfach Bonusräume, wo ich dann Powermonde finde oder wie? Keine Ahnung. Wo komme ich jetzt hin? Wow. Windige Höhle. Ja, ist ein Bonusraum einfach so. Okay, dann soll ich anscheinend wirklich jetzt diese Bonusräume auch machen, um dann Powermonde zu erhalten oder so. Und, hier sind diese Windgegner. Auch sehr interessant. Die zum ersten Mal vorkamen in Super Mario 3D World, glaube ich. Und auch nur da und ansonsten nicht mehr. Der hat übrigens auch eine Mütze auf. Der Kollege. Aha. Kann ich zu dem werden? Yay! Ich bin der Wind. Hui. Schütteln, um stärker zu boosten. Yay. Ich kann es ja hier hinten wegpusten, aber springen kann ich nicht. Also ich komme hier nicht raus, leider, aus diesem Bereich. Okay, aber ich werde dann bestimmt irgendwelche Windrätsel oder sowas machen müssen. Und Stachis kann ich übrigens nicht kapern, weil die ja auch so eine Art Hut aufhaben, könnte man sagen. Aber deswegen, das geht auf jeden Fall nicht. Okay.
Ui, ja, ziemlich witzige Ideen, aber sehe ich schon. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss aufpassen, weil hier ist auch überall Eisphysik. Ach du Scheiße. Ja, da muss ich vorsichtig sein. Vor allem, das ist ja auch, wie gesagt, ein Bonusraum. Deswegen ist, dürfte ich ja eigentlich auch einen zweiten Mond geben. So, hier komme ich nicht durch, aber dann gleich schon. Obwohl ich auch einfach drüber springen könnte mit Geschick, aber ich will es eher so machen, wie es auch gedacht ist. Nämlich so. Yay. So, vielen Dank. Oder komme ich jetzt sogar damit dann vielleicht zu anderen Orten wiederum hin? Warte mal, könnte ich mal kurz da nach oben gehen? Ja, nee, ich will aber schon... Das Eis ist ein bisschen blöd hier, Moment. So, ja, kann ich da keinen Wandsprung machen? Doch, kann ich, okay. So. Da war doch gerade ein Schatten, oder nicht? Ah, nee, doch, nee, aber da ist ein X. Warum ist da ein X? Hm. Ja, ich muss da... ich muss aber auch erwischen, ich bin irgendwie jetzt schlecht hier, Moment. Was mache ich denn jetzt alles? Kann ich mir jetzt bitte hier nach oben kommen, verdammt nochmal? Kann ich wahr sein? So. Nach oben, ja, und dann hier einfach hinspringen. Ja, kannst du bitte da mich festhalten? Danke. So. Ja, mein Controller vibriert auch. Und hier ist... ein Mond, yay! Tadam! Über einem stürmischen Bogen. Okay. So, und da sehe ich lila Münzen und da hinten sogar auch. Also ich will auf jeden Fall die natürlich auch noch haben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die kriegen soll. Kann ich die mit dem Wind einfach einsammeln, wenn ich da einfach dagegen puste? Das glaube ich jetzt eigentlich weniger. Ah nee, okay, es geht an. Oh mein Gott, du Arsch. Verdammt. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass mich der Wind so stark nach unten pusten würde. Aber da kann man sich wirklich kaum mehr dagegen wehren. Also, ich darf da wirklich nicht reingeraten. Und ansonsten bin ich dann quasi schon tot, so ungefähr. Ja, das ist fies. Das ist sehr fies. Okay. Erstmal ein bisschen hier dann Speedrun, dass ich wieder schnell zurückkomme an den Ort, wo ich gerade eben war. So, wui. Wui. Dann mal ein bisschen abkürzen hier. So. Ich sehe nichts mehr, aber es passt schon. Verdammt, passt nicht. Ach man, ey. Warum bin ich jetzt nicht auf Cappy gelandet eigentlich? Eigentlich hätte ich auf ihm landen sollen. Okay, ich werde es ein bisschen vorsichtiger machen. Mann, ey. Da wollte ich jetzt gerade hier schön skillig sein und natürlich falle ich dann auf die Fresse und springe in die Gritze rein. Das musste ja passieren. Ach man, ey. Ich werde trotzdem versuchen, es halbwegs schnell zu machen. Aber nicht zu schnell. So. Aber da komme ich jetzt da trotzdem so vorbei. Ich bin jetzt nicht ganz schlecht. So. Genau, okay. Bisschen was abgekürzt. So, alles da ist dann gleich den hier. Kapern und nicht vom Wind erwischt werden. So, komm her. Okay. Oder ich kann natürlich einfach auch in die Münzen halt reinlaufen. Aber kann ich sie auch mit dem Wind einsammeln? Das geht nicht, okay. Also ich muss schon wirklich auch reinlaufen. Aber hier, oder auf jeden Fall, hier habe ich jetzt eine relativ freie Fläche, wo ich mich dann hier bewegen kann. So. Weg mit euch. Sehr gut, das macht auch ziemlich viel Spaß. Ach, und dann kriege ich sogar erst einen Mond, wenn die alle wechseln. Siehst du mal. Ach, das ist sogar ein Hauptmond, tatsächlich. Weil der auch wieder auf so einem Podest drauf ist. Weil das sind ja immer Hauptmonde, die sind ja immer auf diesen Podesten drauf, ne? Kommt jetzt sogar dann gleich die besondere Animation, oder wie? Warte mal. Ja, okay. Yay, das Sturmhindernis. Okay, dann haben wir jetzt hier irgendwie vier solche Bonusräume oder sowas. Mit dann immer solchen Jump'n'Run-Einlagen. Ja genau, vier sind's. Ah, das ist ziemlich cool. Mit solchen Jump'n'Run-Einlagen immer. Oder vielleicht auch mal Rätselräumen oder sowas. Und das finde ich voll cool. Also das gefällt mir schon mal total, die Idee. Ja, und einen weiteren von diesen Räumen können wir noch machen, würde ich sagen. Und zwar dann meinetwegen diesen hier. So. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Auch wieder ein Jump'n'Run-Parcours oder halt doch vielleicht Rätsel oder irgendwas ganz anderes. Wir schauen einfach mal. Schneebedeckter Berg haben wir hier. Wow, okay. Okay, alles klar. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich sollte am besten immer den Schnee hier wegmachen, dass ich auch weiß, wo ich hier hinkommen kann. Ja, okay. Vor allem kann man natürlich hier dann den zweiten Mond wieder sehr fies verstecken, weil er vielleicht einfach irgendwo halt hier im Schnee drin steckt. Hier leuchtet es übrigens, sehe ich. Okay, da leuchtet... Ja, okay. Ich muss da wirklich genau hingucken, weil der Mond, also der zweite Mond, ist bestimmt hier bei so einer blöden Leuchtestelle, die ich dann hier im Schnee entdecken muss. Und das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Ich werde dann häufig nicht das hier, sondern das hier machen. Hui, um da ganz viel auf einmal freizulegen. Hui, da komme ich nach oben. Und ich will natürlich die Münzen haben, logischerweise. Yay. Okay. So, dann hier. Okay, ich wollte jetzt da nach oben gehen, aber es ist auch alles Schnee hier. Okay. Und der fällt auch übrigens nicht in sich zusammen, der Schnee, oder? Ne, da kann er einfach schweben. Das ist auch interessant. Ich will den schon ganz gerne komplett wegmachen. Ich kann auch Cappy halt nach oben schmeißen. Das ist ganz gut hier. Weil ich dann hier auch alles wegmachen kann, auch in der Luft. So, genau, sehr schön. Hui. So. Ja, alles wegmachen am besten. Okay, jetzt mal am besten kurz umgucken. Hier leuchtet es nämlich auch wieder, sehe ich schon, ja. Aber hier ist nur eine Münze, verdammt. Und über mir ist nichts mehr ansonsten. Und am Anfang war ja auch nichts, oder? Ich glaube nichts. Ne, dürfte alles passen. Geht mal weiter. Und hoffentlich werden wir auf jeden Fall den zweiten Mond dann noch hier finden irgendwo. Hier ist erstmal nichts. So, dann gleich weiter. Und immer höher. Hui!
Das war auch eine ziemlich coole Idee wieder in diesem Bonusraum. Also ich freue mich dann wirklich schon auch auf den nächsten Part, dann mit den anderen beiden Bonusräumen, weil das ist echt eine ziemlich coole Idee, wie ich finde. Weil ich die Bonusräume im Allgemeinen immer total cool finde, weil man da halt immer schön viel Abwechslung auch hat. Wow. Ist das ein Bosskampf? Echt jetzt? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber warum denn nicht? Der hintere spricht. Die Zuckergusskorte gehört jetzt uns. Anscheinend verbindet der Chef keine positiven Erinnerungen mit Torten. Egal. Unser Job ist hier jedenfalls erledigt. Okay. Übrigens, dass er keine positiven Erinnerungen mit Torten verbindet. Was ist das, irgendwie eine Anspielung, die ich nicht verstehe? Vielleicht New Super Mario Bros. U oder so, weil dann nämlich doch Peach in einer Torte geklaut wurde. War das da nicht so? Oder war das New Super Mario Bros. Wii? Ich weiß gar nicht mehr genau. Keine Ahnung. Ich soll mich eher auf den Kampf konzentrieren, weil ich jetzt nämlich ein bisschen am Verkacken bin. Wie ging da nochmal der Typ? Ich sollte seine Hüte abwerfen, ne? Glaube ich. Genau. Und dann hier springen. Und dann auf ihm landen. Hui! Yay! So. Und dann erstmal ein bisschen ausweichen und dann ja, vielleicht das Herz nehmen. Oder vielleicht heißt es mit der Torte auch einfach, dass er deswegen schlecht... Alter, ey. Auf dem Eis ist es ziemlich fies hier. Dass er deswegen auch schlechte Erinnerungen damit verbindet, weil halt er immer einen Schokokuchen oder sowas von Peach haben wollte, aber sie ihm nie einen machen wollte oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. So. Mal kurz nochmal warten. Okay. Und drauf. Bam! Sehr schön. Deshalb will ich auf jeden Fall schon auch die Auswahl. Am besten sollte ich rollen, weil mit dem Rollen kann ich nämlich die Eisphysik so ein bisschen umgehen, so irgendwie, weil ich dann nämlich schneller wenden kann. Genau. Das ist ziemlich effektiv auf jeden Fall. Und das Herz will ich ganz gerne haben. Ja. Yep. Shit, hey. Aber ist nicht einfach, weil ich zugeben, dass der auf jeden Fall mittlerweile ziemlich gut zielen kann, der Typ. Aber wir werden es trotzdem schaffen. Kann ich wieder drauf landen? Nein? Okay, es war knapp. So, und nimm das. Yay! So, aber das ist ja jetzt nur ein Mond. Hm. Das war auch ein bisschen was anderes, weil das ja jetzt ein Bosskampf auch war. Das Schneeberg-Hindernis. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass hier noch ein zweiter irgendwo war. Hm, ich kann mal dann gleich kurz nachgucken. Wie das nämlich so in der Broschüre aussieht. Lass mal kurz nachschauen. Das war das und dann hier... okay, hier ist das Sturmhindernis und hier das Schneeberghindernis. Was war der andere dann überhaupt? Ah, die sind einfach hier. Die sind einfach ganz woanders sogar. Die zweiten Monde eventuell. Ja, dann gibt es vielleicht doch keinen zweiten hier, weil das nämlich gar nicht so richtig als... Moment, da ist aber was. Doch, es gibt einen zweiten. Weil hier ist nämlich noch Zeug, wo ich davor noch nicht war. Stimmt's? Ja. Ja, sieht gut aus. Ja, komm. Ja, sehr schön, okay. Sehr schön. Hinter dem schneebedeckten Berg. Wusste ich's doch. Alles klar. Dann kann ich jetzt auch hier glücklich aus diesem Raum wieder rausgehen. Wow. Achso, man kann hier einfach durchlaufen. Okay, so soll man da auch eigentlich hinkommen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es dann eher von oben aus gesehen. Aber ist ja auch okay. Hauptsache, wir haben gefunden. Das passt also alles. Yay, sehr schön. So, insgesamt gab es 4 Hindernisse und 2 haben wir schon. Genau. Aber ich würde dann erstmal sagen, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Super Mario Odyssey. Beim nächsten Mal wird's dann noch hier im Polarland weitergehen. Hier dann noch mit den anderen beiden Prüfungen auf jeden Fall. Und dann können wir dort nach unten gehen und dann gibt's da unten vielleicht nochmal einen weiteren Bosskampf, einen ziemlich heftigen, dann vielleicht gegen irgendwie da einen komplett neuen Gegner oder sowas. Und nicht gegen einen von den Brodals oder auch Bowser, keine Ahnung. Und dann werden wir wahrscheinlich da auch noch einen Multimond erhalten, schätze ich mal. Und dann können wir beim nächsten Mal auch schon das Polarland dann weiterhin ausführlich erkunden, weil so viele Monde gibt es ja jetzt hier auch gar nicht unbedingt, also dürfen wir beim nächsten Mal dann auch schon einige weitere von denen finden, auch einige lila Münzen. Ich hoffe es zumindest, werden wir dann schon noch sehen, wie es beim nächsten Mal alles ablaufen wird. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.